Pause vorbei, jetzt wird geschuftet. Vor dem Trainingslager in Donaueschingen steht der erste Test für den ersten FC Köln an. Der Nachbar aus Frechen bittet hier zum Tanz. In der ersten Halbzeit schickte die Mannschaft von Neutrainer Achim Beierlorzer gleich auch einige Neuzugänge ins Rennen, unter anderem Kingsley Schindler, der aus Kiel kam, neu mit dabei, hier auch gleich in Aktion in der 11. Minute. Und dann ist das auch gleich das 1:0. Toni Modest vollendet die starke Hereingabe, sehenswert, mit einer schönen Direktabnahme. Hier sehen wir das Ganze auch nochmal. Feines Zuspiel auf Schindler, auch noch zuvor von Benno Schmitz. Und dann Modest einfach, wie man ihn kennt. 16. Minute, der FC machte weiter Druck. Florian Kainz mal mit einem schicken Freistoß. Auch das eine schöne Möglichkeit für die Elf von Achim Beierlorzer. Wenig später, nach gut 20 Minuten, immer nur der erste FC Köln. Jon Córdoba legt sich den Ball sehr weit vor, ist aber schnell wieder dran an der Kugel und sieht natürlich Toni Modest. 2:0, Doppelpack für den Franzosen. Schöne Kombination. Taktisch der FC heute im 4-4-2, wie man es von Achim Beierlorzer kennt. Und die Doppelspitze scheint schon mal gut zu funktionieren. Halbe Stunde gespielt, der FC hatte noch nicht genug in diesem ersten Durchgang. Modest an die Latte und dann ist es Sobiek, der den Spielstand auf 3 Tore erhöht. Der Innenverteidiger dann im zweiten Anlauf erfolgreich. Florian Kainz wieder mit einem richtig guten Freistoß. 35. Minute, immer nur der erste FC Köln. Wieder Benno Schmitz, der ein starkes Spiel machte, setzte Neuling Schindler in Szene. Scheitert aber hier am sehr stark parierenden Keeper, der Gastgeber. Die Mannschaft von Achim Beierlorzer ließ überhaupt nicht nach und machte weiter konsequent Druck und wollte hier das nächste Tor erzielen. Und Jon Córdoba sollte in der ersten Hälfte auch nochmal seine Abschlussmöglichkeit bekommen. Der Kolumbianer hier frei vor dem Keeper, kann sich die Ecke aussuchen, wählt die Halblinke und vollendet zum 4:0. Vorher auch der Steckpass, hier sehen wir es ganz schön, von Neuzugang Verstrate. Perfektes Auge für Jon Córdoba, auch wenn der Kolumbianer da etwas Glück hat, noch so an den Ball zu kommen. Damit ging es dann auch in die wohlverdiente Pause hier im Kurt-Bornhof-Sportpark vor rund 4000 bestens gelaunten Zuschauern. Achim Beierlorzer tauschte seine Mannschaft komplett im zweiten Durchgang, brachte 11 neue, unter anderem die Neuzugänge Ezebue und auch von der U19 aufgerückt Darko Chulinov, hier auch gleich in Szene nach 52 Minuten und vollendet die erste richtig gute Tormöglichkeit für den ersten FC Köln zum 5:0. Die Flanke auch stark von Marcel Ritze auf den zweiten Pfosten und dann der Aufsetzer machtlos, hier der Keeper von den 20ern. So, 72. Minute, Bühne frei für die rechte Außenbahn des ersten FC Köln. Der neue, der Niederländer, Ezebue, legt zurück. Und dann ist es Marcel Risse, der hier schön vollendet. Richtig guter Antritt vom Niederländer. Überläuft hier sehr, sehr stark die Abwehr. Und dann Marcel Risse ohne Mühe hinein ins Tor. So, 76. Minute, das hier ist keine weitere Zeitlupe. Wieder Ezebue. Und die Kopie hinein zum 7:0. Starkes Ding. Diesmal findet er nicht Risse, sondern Simon Terodde, der Torschützenkönig der abgelaufenen Zweitligasaison, macht auch hier heute noch seinen Treffer. 86. Minute. Es war die erste richtig gute Chance für die Spielvereinigung. Und dann ist es auch passiert. Der Ehrentreffer, der Gastgeber. Posener Jubel bei den 20ern. Das Tor schoss Ispilir für den Oberligisten. Keeper Kessler machtlos in dieser Situation. Damit endet auch eine ereignisreiche und vor allem torreiche Partie des ersten FC Köln bei der Spielvereinigung Frechen 20. Und jetzt heißt es kurz ausruhen und dann geht's ab nach Donaueschingen. Dann wird erstmal richtig gearbeitet.